Hallo! Hallo! Wir sind der Hirscheffekt. Und ihr schaut. Schaut laut! TV. Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Schaut laut TV. Und wir hocken hier mit der Hirscheffekt im Schon Schön. 10 Jahre ist es her. 10 Jahre komplexe Musik. 10 Jahre Hypothesen zu eurem Namen. Und 10 Jahre der Hirscheffekt. Wie fühlt sich das an für euch? Was jetzt genau davon? Die 10 Jahre? Die 10 Jahre, genau. Fühlen sich an wie 20. Ich bin so alt geworden in dieser Band. Ich fühle mich gerade wie Mitte 40. Ja, ihr habt ja auch die schönen Bandbilder noch gepostet von vor 10 Jahren, wo ihr noch lange Haare hattet. Das hast du behauptet, dass die schön sind. Ja, nee. Also ja, doch. Meine Frisur. Ja. Ich fühle mich ganz furchtbar. Das sieht aus, als hätte ich so einen Helm auf oder so. Er ist definitiv interessant. Aber eh ist lange Haare. Ja, die langen Haare könnten mal wieder ein Comeback machen. Hast du die nicht nochmal wachsen lassen jetzt für die Tour? Oder also warum nicht? Einfach. Ich glaube, man hört mich sonst nicht. Nö, nee, ich glaube, das ist ein Ding der Vergangenheit. So, ich habe irgendwann einfach keinen Bock mehr gehabt und dann wurden Dreads draus. Die hatte ich noch 2011 und dann kamen die ab und... Ja, seitdem funktioniert das mit den Frauen auch besser. Nein, Quatsch. Es ist aber auch so, man muss wissen, in der Anfangszeit von The Hirscheffekt hatten wir, wenn wir irgendwo gespielt haben, keine Hotels oder sowas, sondern haben häufig irgendwo geschlafen. Wir haben eine Zeit lang im leerstehenden Haus meines verstorbenen Vaters geschlafen und da gab es kein warmes Wasser. Und für Ilja musste ich immer einen Duschplatz bei der Nachbarin organisieren. Guck jetzt so grimmig, aber das stimmt ja. Weil er so lange Haare alles, hatte ja. Und gesagt hat, lange Haare mit kaltem Wasser duschen ist doof. Ja, also lange Haare sind nicht immer von Vorteil. Irgendwann nach ein paar Jahren, glaube ich, geht es fast jedem so. Die gehen einfach total auf die Nerven und die gehen kaputt. Sieht irgendwann scheiße aus. Und dann das war bei dir aber ja nicht der Fall. Doch, also ich habe ja auch versucht, meine Haare lang wachsen zu lassen, aber die sind einfach nicht länger geworden. Also so lange Haare wie du hätte ich noch nie. So, das waren jetzt die Haare. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Sehr interessant. Richtig, danke schön fürs Mikro. Jetzt habe ich sogar 2, jetzt kann ich das so machen wie Heißkalt beim letzten Interview. Die haben das dann so gemacht. Ja, das hab ich gesehen. Ach, das habt ihr geschaut? Ja, ja, das ist ja wunderschön. So, ihr seid nun bereits zum 3. Mal hier. Was zieht euch nach Mainz, beziehungsweise wurdet ihr einfach gebucht und wider Willen hierher geschifft oder seid ihr bewusst wieder hier und warum? Also, die Bühne hier ist ein bisschen klein, aber ansonsten haben wir uns, glaube ich, alle in diesen Club ein bisschen verliebt, weil die Leute sind hier sehr nett, das ist toll mit dieser Bandwohnung hier, sind mal alle super entspannt, die Konzerte hier waren immer super, also genau, es ist immer ein bisschen improvisieren beim Aufbau, obwohl wir nur 3 Leute sind, aber sonst ist hier mal alles ganz toll und deshalb haben wir so gesagt, wir wollen große Städte spielen und so ein paar Favorite Clubs und da war Mainz dabei. Das freut uns definitiv. Und Mainz, der schon schön hat, glaube ich, nicht umsonst auch diesen Award gewonnen vor ein paar Jahren. Der, ja. Ist das so? Als mein Lieblingsclub. Ah. Nee, ich glaube, als der schön, irgendwie einer der besten. Also, sie haben auch so einen Preis zur Digital-Innovation, bla, dass sie sich neue Sachen kaufen konnten, gekriegt und so. Ja. So wie zu Recht. Ist auf jeden Fall ein super Club, aber grundsätzlich, wenn du in die Area kommst, dann spielst du ja in Frankfurt, Wiesbaden oder eben Mainz. Und das, keine Ahnung, ob unsere Booking-Agentur dann letzten Endes die Sache klar gemacht hat. Also, wie ist der Club in Frankfurt? Das Bett. Das Bett. Ich glaube, da sollen wir ursprünglich spielen. Ist auch ein toller Club. Hat sich jetzt irgendwie einfach auf Mainz so festgelegt. Und hier gibt es ja immer, das wissen vielleicht auch nicht alle, wenn man hier als Band spielt und hier vorne ist ja so ein Café und sobald man hier ankommt, bis man abfährt, kriegt man einen Cappuccino, so viel man will. Boah, Flatrate. Ja, und das ist wirklich wunderschön. Wirklich guter Cappuccino. Ja. Also eigentlich ist das der einzige Grund, weshalb wir immer hierher kommen. Weil wir haben hier mal einen Off-Day verbracht, 2015 auf der Tour und selbst an diesem Off-Day haben wir hier Cappuccino gekriegt. Ja, das war sehr lieb. Ja, insofern sind wir hier, sind diese Räumlichkeiten uns sehr vertraut. Habt ihr die noch bekommen, weil die euch wiedererkannt haben einfach? Oder nee, wir haben immer Cappuccino, wenn man so ein Passwort hat. Haben wir hier einen Off-Day verbracht. Ach so. Okay. Ja, und haben dann gesagt, cool. Wir spielen hier morgen und dann gab es auch Cappuccino. Ja. Sehr schön. Ja. 10 Jahre Hirscheffekt, was bedeutet denn die Tour für euch persönlich? Oder wie kam es dazu, dass ihr überhaupt so eine Tour machen wolltet? Na, wir haben eigentlich nur einen Grund gesucht, wieder auf Tour zu gehen. Wir haben jetzt halt leider noch kein neues Album im Start und dann. Na, irgendwann fiel uns das auf. Ja. Irgendwann hat Nils so festgestellt, Moment mal, 2018, müssen wir jetzt so
grob überschlagen, also 10 Jahre. Das erste sein. Konzert war ja 2009 und Ilga ist auch erst seit 2009 dabei. Also man könnte eigentlich nächstes Jahr nochmal das 10-jährige Jubiläum feiern. Das ist so ein bisschen Ermessenssache, was jetzt der Startpunkt dieser Band ist. Aber da wir dieses Jahr nicht. Irgendwann habe ich dann auch 10-jähriges, dann können wir es nochmal machen. Und dann Chance. Und weil. Weil es jetzt dieses Jahr nichts anderes gab, haben wir dann beschlossen, das ist jetzt 10 Jahre. Ja, also grundsätzlich ist es auch immer relativ schwierig, mit einer Platte dann wirklich 2 große Tourneen zu fahren. Das irgendwie am Ende zu gerechtfertigen. Wir kommen mit der neuen Platte vom letzten Jahr nochmal auf Tour. Das funktioniert oft nicht so gut in der Praxis. Ja. Ist praktisch wie so ein Best-of-Album. Genau, du musst den Leuten auch einen Grund geben, warum die nochmal kommen sollen. Und ihr werdet dann auch ein paar andere Sachen überlegen, so wie wir das jetzt auch mit der Akustiksache gemacht haben und ein paar anderen Stücken, die wir lange nicht gespielt haben und ein paar Stücken, die wir auch noch nie gespielt haben. Wobei man auch sagen muss, als wir nur ein Album hatten, sind wir auch ständig mit dem gleichen Album. Das war eine andere Zeit. Tod zu das war eine andere Zeit. Das war eine ganz andere Zeit. Das habt ihr selbst gemacht. Da gab es auch keine Booking-Agenturen. DIY. Wir haben noch CDs gekauft. MySpace. Ah, ja. Ihr habt ja gestern das erste Konzert in Köln im Gebäude 9 gespielt. Wie hat sich das denn angefühlt, die alten Songs rauszugraben, die ihr schon länger nicht mehr gesehen habt, das Tageslicht gesehen haben? Gut, also wir eröffnen mit einem Song vom ersten Album logischerweise, weil wir das ja chronologisch abarbeiten und die Leute kannten den Song alle und hatten Bock. Das war super. Also Köln war gestern sowieso Knaller. Also da bleibt... blieben keine Windschuhe offen von unserer Seite aus bezüglich des Publikums. Ja, sehr gut. Chronologisch abarbeiten kann man sich dann vorstellen, quasi erstes Album, zweites, drittes, viertes in der Reihenfolge. You got it! Sehr schön. Der hat doch studiert. Ja, gut. Wir kommen nochmal direkt zu dir, Nils, weil du so schön neben mir sitzt. Zu deinem Buch, was ich mir letzte Woche gekauft habe und ganz angehört habe für dieses Interview als Vorbereitung. Das Buch, was du dir angehört hast? Ja, als Hörbuch. Ach so. Das ist das Hörbuch. Ist ja auch von dir gelesen. Ja. Ja, da gab es so schöne Geschichten wie das Goldene M und Chance, habt ihr eben schon erwähnt. Ich wollte dann nochmal eine spezielle Frage stellen, einfach weil es meistens jetzt frage ich mal, wie hat dir das Buch denn gefallen? Ich fand es super gut. Ich fand es sehr, ich fand es sogar teilweise einfach sogar fast schon zu ehrlich. Zu ehrlich. Ich fand es zu gut. Ich fand es, teilweise waren die lustigsten Stellen, die wo du dich einfach über irgendjemanden, weiß nicht, so aufgeregt hast. Oder auch zum Beispiel deine Konversation mit Ilja, dass du ihn nach dem Urlaub fragst, wo er war und er nicht antwortet. Das sind einfach so die kleinen Dinge, die mich ziemlich zum Lachen gebracht haben. Aber Ilja offensichtlich nicht. Ja. Also ihn bringt es nicht zum Lachen. Offensichtlich. Nö. Ja, richtig. Gut. Ich glaube, also er weiß auch einfach gerade gar nicht, worum es geht. Doch, ich habe aber meine Version der Wahrheit und ich weiß ja, was ich da gemacht habe. Und das ist... dass andere Leute dann das anders wahrnehmen, ist mir auch klar. Zugegeben gibt es einige Passagen, die auch gerechtfertigt sind, weil ich einfach niemanden wirklich darüber informiert habe, was ich gerade treibe. Von daher, die beiden wissen das eigentlich gar nicht. Ja, genau, das habe ich ja auch geschrieben. Ja, aber Ilga hat das schon, also das wirklich so, Ilga hat das schon gelesen, bevor ich das veröffentlicht habe. Ne? Der durfte auch ein Veto einlegen, wie alle anderen auch. Danke. Ja, die eigentliche Frage wäre jetzt gewesen, wie ist es denn bei euch mit Ernährung und Catering? Kriegt ihr überall einen Catering-Service? Oh genau, oder? Das Catering hier ist auch sehr gut. Catering. Also es gibt ja immer so leckere Baguette-artige Brote, die man sich selber schmieren kann. Und da darf man sich aber nicht dran satt essen, weil da kommt immer schon das Abendbrot. Also eigentlich sind diese Brote schon fast ausreichend. Und dann gibt es aber noch, es ist wirklich morgen um 10 Frühstück, es ist hier, ja. Was war jetzt die Frage? Einfach, alles gut. Einfach, weil ihr das Goldene M so angesprochen habt in der Geschichte, ist es immer noch der Fall, ist es immer noch der Fall, dass ihr da so oft hinfahrt, einfach aus Fressflashs oder? Riech in meinen Furz. <Ist du's? lacht> Wir waren heute da. Okay. Ja. Also von uns dreien war nur Nils dort, muss ich sagen. Ich habe mir einen Salat gekauft bei Aldi. Cool. Ja, wir waren aber auch gestern da. Jetzt tut mal nicht so. Also trotz guten Catering-Services ist immer noch der Fall, dass ihr das Goldene M... Also das große Problem ist grundsätzlich mit weiten Strecken Autofahren, wenn du 12 Stunden auf der Autobahn verbringst oder den ganzen Tag und du viel am Rumtouren bist, hast du irgendwann keinen Bock für 100 Gramm Nudeln 10 Euro zu zahlen, die dich nicht satt machen über den Tag und so. Und da passiert es durchaus mal, dass man
wenn man nicht gerade mit einem Nightliner oder irgendeiner fetten Produktion unterwegs ist, einfach halt mal auch Scheiße fressen muss. So. Oder man einfach Hunger bekommt, es mitten in der Nacht ist und man da einfach rausfährt und da bleibt auch oft keine Zeit, um jetzt irgendwo rauszufahren, sich was Schönes zu suchen. Und das ist leider einfach, finde ich, ein bisschen die Realität dieser ganzen Touring-Geschichte. So, es liegt nicht dran, weil wir voll Bock haben, da immer hinzugehen, überhaupt nicht. Manche vielleicht schon, aber... Also Moritz kam gestern mit so zwei Bögen von so Rabattcoupons für McDonald's zum Proberaum. So, weiß ich nicht. Deswegen, das war schon ein bisschen. Deswegen sage ich ja manche schon, aber ja. Okay. Catering in den Kinder, ess was Vernünftiges. Ja, geht nicht zu McDonald's. Ernährt euch gut. Genau. Ja, don't do it. Sonst endet ihr so wie wir. Genau. Don't Subway oder irgendwas lecker, irgendwas Gesundes. Ja, Subway finde ich. Subway ist eine schöne Alternative manchmal, weißt du, aber gibt es halt auch tatsächlich oft nicht. Ja, nee. Das ist jetzt auch nicht so gesund. Nein, natürlich nicht. So. Oder einfach mehr rauchen, dann hat man nicht so viel Hunger. So, nächste Frage. Wir müssen nämlich da auf die Bühne. Der darf jetzt nicht drauf. Achso, ja, Entschuldigung. Achso. Ja. Ich gebe mal mein Mikrofon. Das ist immer so ein Dilemma hier. Ihr habt ja jetzt schon quasi oder mehr als ein Jahr eine Art Distanz zu Eskapist. Was ist denn jetzt rückblickend immer noch euer Lieblingsalbum von euren Sachen, die ihr veröffentlicht habt? Ich habe die lange nicht gehört, weiß ich nicht. Ich glaube immer noch die Anamnesis und Eskapist. Also die sind beide super, aber einfach anders. Genau, also Agnosie ist halt scheiße. Das ist halt allgemeiner Quatsch. Nee, ist so, also wenn ich mir die Eskapist anhöre, was ich jetzt zugegeben seit über ein Jahr nicht gemacht habe, aber dann fällt mir schon auf, auch im Vergleich zu den alten Songs, die wir jetzt auf der Tour spielen, so dass es einfach ganz andere Kompositionen sind und viel reifer und besser irgendwie durchdacht. Ja. Finde ich schon. Also ich zuschauen. Ja. Eure Meinung. Das ist quasi auch schon die nächste Frage. Was macht es denn mit euch oder speziell dir, weil du die Songs ja geschrieben hast? Zumindest, also jetzt nur die ganz alten Songs. Ach so. Jetzt im, die habe ich jetzt auch nicht alle eingeschrieben. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, wie der Songwriting-Prozess bei euch ist. Ob du Ideen in den Raum wirfst und die dann diskutiert. Gehört. Nee, also da, das Songwriting ist so, dass wir in der Regel Sachen zu zweit machen. Hm. Und da gibt es eigentlich alle Konstellationen. Und es variiert immer von Album zu Album, wie viel da im Proberaum entsteht und wie viel vorher im Rechner entsteht. Und häufig hat einer irgendwie so einen Initiierungsgedanken und daraus resultiert dann irgendwas. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Songs alleine schreibe, um Gottes Willen. Und was, ach, ich habe die Frage schon gestellt, glaube ich, mit den alten Songs ausgraben, was das mit euch so macht, ne? Habe ich eben schon gefragt. Schon, ja. Gut, tut mir leid. Ich habe aber auch schon wieder vergessen, was ich geantwortet habe insofern. Ja, dann kannst du ja gerade einfach nochmal antworten. wie jongliert ihr eure anderen Aktivitäten oder Jobs mit The Hirsch-Effekt? Mit links. ja, das ist manchmal anstrengend. Also, ja. Letzte Woche war auf jeden Fall hart. Bei mir ist gerade ziemlich viel im Umbruch. Ich kann da gerade noch nicht so definitiv was dazu sagen. Vielleicht wird es in Zukunft einfacher. Vielleicht wird es aber auch viel schwieriger. It's not easy, man. The struggle is real. Ja, aber man muss ja, wobei man ja sagen muss, wir haben alle keine, wie sagt man, so 38,5 Stunden Woche irgendwo, wir sind alle selbstständig oder sonst irgendwas. Ich glaube, wenn das da ist, ist es nochmal schwieriger. Insofern, aber das haben wir uns ja auch absichtlich so eingerichtet, dass das eben beides möglich ist. Ja, also es ist natürlich schwierig und immer viel Stress, aber man muss terminlich einfach sehr gut organisiert sein, also alle drei, aber halt dann auch, was die Band macht und ja, dass sie anderen Aktivitäten aus dem Weg geht und umgekehrt. Das ist nicht immer einfach. Man kann halt keine Freizeit, das ist halt das. Okay. Ja, und die muss man aber irgendwann. Ich habe mal gehört, dass Teile der Band auch auf Tour Spaß haben und dann ist es ja eigentlich. Genau. Dann ist es ja eigentlich keine Arbeit. Das ist eigentlich das wie Urlaub hier. Für mich ist das wie Urlaub. Wenn ich vier Wochen auf Tour bin, brauche ich eigentlich keinen Urlaub mehr. Ja, du hast ja auch in deinem Buch angesprochen, dass das für dich immer ein harter Realitätsschock ist, wenn du dann wieder in den Alltag zurückkehrst, beziehungsweise je nachdem, wie euer Alltag dann aussieht, aber dass du immer von der Tour wiederkommst und es dann wie so ein Schlag ins Gesicht ist. Ja, absolut. Das war früher schon so und ist noch schlimmer geworden.
Schade. Wie baut ihr denn eure Songs? Als gutes Beispiel würde hierzu jetzt Lysios dienen. Ein sehr langes Epos, ich glaube 13 oder 14 Minuten. Wie baut ihr so Songs zusammen? Beziehungsweise kommt euch die Idee, wir müssen jetzt viele Puzzleteile zusammensetzen? Oder habt ihr einfach diese ganzen Ideen am Stück aneinander gereiht und wisst schon, das fällt so grob? Nee, geil. Also Lysios zusammen. Ist wirklich so ein Puzzlesong. Also das weiß ich auch nicht, so was mit so reifen Kompositionen und so. Also das finde ich auch nicht so einheitlich. Also es gibt ganz unterschiedliche Songs, finde ich, auch auf Eskapist. Manche sind dann doch irgendwie so aus einem Guss. Und ich finde gerade Lysios ist so ein Beispiel, das jetzt wirklich, also ich meine, da gibt es auch in der Mitte so einen langen Bruch, so ein langes Elektro-Ding und dann geht's weiter und so. Das ist schon so, das hat schon fast wieder was von so einem alten Hirsch-Effekt-Song, der so in mehrere Kapitel unterteilt ist. Also gerade bei Lysios war es auch tatsächlich, der Anfang von dem Song war die erste Idee, die es überhaupt gab zu dem neuen Album. Stimmt. Und der Schluss war einer der letzten Teile, dieser ganze Song ist, glaube ich, in einem Jahr entstanden oder so. Mehr, länger oder, noch. Oder deutlich länger. Mehr als ein Jahr. Lysios ist aber auch einfach kein besonders gutes Beispiel. Nee. Ich habe das ja nicht gebracht. Musst du mich jetzt nicht angucken. Dann nenn doch ein besseres. Also nicht, dass ich Lysios jetzt einen schlechten Song finde oder so. Nö. Ja, oder Inukshuk oder sowas. Weiß ich nicht. Inukshuk ist zum Beispiel so ein Song, da haben wir natürlich noch ein bisschen was dran gefeilt und so, aber da ist jetzt, das war eigentlich mehr oder weniger so fertig. Livne eigentlich auch, ja. Xenophotopia eigentlich auch, Versus eigentlich fast auch, nicht ganz, aber Tadigrada war eigentlich mehr oder weniger an einem das fertig. Das war fertig. In welchem Song man es vielleicht am besten festmachen könnte, ist Nathans, weil er eher so Stück für Stück auch am Anfang viel im Proberaum zusammen entstanden ist und danach noch viel so Arrangement-mäßig am Rechner weitergebastelt wurde, dann auch in verschiedenen Teams. Ja, also eigentlich ähnlich wie bei Lysios. Ja, aber nicht so chaotisch, da hatte das mehr so einen geordneten Charakter. Ja, der ist, glaube ich, wirklich so von vorne nach hinten geschrieben worden. Bei Lysios haben wir Teile eingeschoben und was rausgenommen und ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber ich habe als Kind immer so Bilder gemalt mit so großen was waren das, so Militärstützpunkten. Und dann, klar, wer malt das nicht als Kind? Und dann man den nächsten DIN A4-Zettel rangeklebt und da wieder Figuren raufgemalt und alles mögliche und so und dann oben nochmal rangeheftet und so. Das ist so ein bisschen Lysios. Also einfach so dieses, wisst ihr nicht, was habt ihr jetzt nicht gemacht? Du hast es auch gemacht? Völlig absurdes Beispiel, finde ich, aber okay. Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, okay, aber der Herr hinter der Kamera weiß es, insofern ist das ja auch gut. Vielleicht wissen der ein oder andere Zuschauer auch, was ich meine. Schickt uns eure Bilder. Schreibt es mir in die Kommis. Ich nehme jetzt mal deins, Dankeschön. Kurz noch zu eurem Podcast. Wie kam es denn dazu und was haltet ihr grundsätzlich von der Plattform Patreon? Patreon haben wir schon 2015 entdeckt und hatten das auch mal überlegt umzusetzen und haben dann aber uns nicht ganz getraut, weil das so ein bisschen was von, man gibt den Leuten das Gefühl, man wäre bedürftig in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und jetzt haben wir dieses Jahr, gab es einfach einen Zeitraum zwischen März und jetzt ungefähr oder August, wo nicht so viele Bad-Aktivitäten so stattfinden konnten. Wir haben überlegt, was kann in der Zwischenzeit passieren. Und sind wir darauf gekommen, dass dieses Buch halt stattfinden könnte und dass Patreon umgesetzt werden könnte. Wir das einfach mal probieren. Und das war so der erste Gedanke war eigentlich, was kann man den Leuten im Gegenzug dafür geben, dass sie uns eben diesen Proberaum finanzieren. Und ja, da kam dieser Podcast. Das haben wir einfach mal probiert und seitdem machen wir das einmal im Monat. Und was wir von Patreon halten, ist für uns auch noch ein Experiment. Also wir waren eigentlich überrascht, wie schnell das geht. Und es ist stagniert jetzt so ein bisschen, aber es ist ja eine Menge Geld, die da zustande kommt. Also unser Proberaum ist locker finanziert. Was natürlich total großartig ist, weil es uns ein bisschen den Rücken frei hält, was berufsmäßig angeht und uns so ein bisschen da entspannter
rangehen lässt. Und das ist auch, glaube ich, das, weshalb die Leute das machen, weil sie uns eben, weil sie eben wissen, dass es nicht einfach ist, von Musik so zu leben und dass eventuell irgendwann Umstände eintreten, die einem es unmöglich machen, die Zeit dafür aufzubringen und uns da so ein bisschen den Rücken frei zu halten. Und das war am Anfang ein ganz komisches Gefühl, dass Leute das absichtlich machen, weil es auch so ein bisschen einem das Gefühl gibt, man hat jetzt eine Verantwortung, also man kriegt, wird jetzt wie so eine Art Arbeitgeber, man wird da jetzt bezahlt dafür. Aber unterdessen haben wir uns da, glaube ich, ganz gut dran gewöhnt und ja, ich glaube, dass wir auch großteils dem gerecht werden, was die Leute da von uns erwarten. Und ja, es bleibt ein spannendes Experiment, ob das etwas ist, womit Musiker sich auf lange Sicht irgendwie finanzieren können. Was folgt denn nach der Tour? Seid ihr am neuen Album Ideen dran? Also theoretisch, oder habt ihr schon irgendwelche Pläne gemacht? Also konkrete Pläne auf jeden Fall noch nicht. Es gibt ein paar Ideen, glaube ich. Das wird die Zeit einfach zeigen. Also gerade jetzt so auf Tour hat man da wenig Kopf frei dafür. Aber mal schauen. Also ich habe danach bestimmt Bock, irgendwie was weiterzumachen. Ja, Bock habe ich auch. Aber das war also ist so ein bisschen die Kehrseite dessen, was ich gerade beschrieben habe. Das war jetzt die Tourvorbereitung im Ende Juli, sage ich mal, anfing. Das dann mit diesem Projekt Patreon und Buch und Ilga war noch auf Tour mit was anderem und Moritz hatte auch was zu tun und so, dann wirklich wenig Zeit blieb und jetzt, ne, dann war auf einmal schon Juli und jetzt mussten wir uns schon wieder auf die Tour vorbereiten und so ging es dann doch eigentlich immer Schlag auf Schlag. Deshalb war da jetzt keine Zeit, um irgendwas Albummäßiges wirklich voranzubringen, leider. Dann noch als Abschluss, was wäre denn theoretisch euer Traum-Line-Up für eine Show? Egal, ob ihr supportet oder headlined. Wir müssen aber dabei sein, ja? Ja, genau, ihr müsst dabei sein. Ich sage Dillinger, Escape Plan, The Mars Volta, Between a Bird and Me, Trente Möller, Sigur Rós, A Perfect Circle, Tool, Nine Inch Nails, At the Drive-In. Und dann wir. Sleepy Time, Gorilla Museum. Und Hauptakt ist Andreas Gabalier und Deadmau5. Und ist er dann der erste Supporter oder dann der zweite Headliner? Wir machen eigentlich nur Backlining. Wir müssen dabei sein. Wir sollten an sein Lineup. Wir spielen natürlich direkt vor Andreas Gabalier. Wir singen ein Lied für ihn. Gut, danke. Das war The Hirsch-Effekt aus Mainz. Schon schön und wir freuen uns auf die Show heute Abend. Ciao.